Eine Verletzung überschattet ein Premier League-Spiel in England. Beim ÖFB rauchen die Köpfe und Takuma Sato erinnert sich an seinen schrecklichen Unfall in Spielberg. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im Krone AT Sportstudio. Tottenham Hotspur ist am Donnerstagabend in der Premier League gegen Bournemouth über ein 0:0 nicht hinausgekommen. Überschattet wurde die Partie allerdings von der Verletzung von Adam Smith. Bei einem Kopfballduell stieß der Tottenham-Spieler mit seinem Gegenspieler Ben Davies heftig zusammen. Smith blieb fast regungslos am Boden liegen. Seine Mitspieler winkten geradezu panisch medizinisches Personal herbei, das sich dann um den verletzten Spieler kümmerte. Er blieb dann noch minutenlang auf dem Rasen liegen und musste unter anderem mit Sauerstoff behandelt werden, ehe er dann abtransportiert wurde. Aktuell befindet er sich in einem Krankenhaus. Offizielle Informationen seinen Gesundheitszustand betreffend gibt es derzeit noch nicht. Britische Medien berichten aber immerhin davon, dass Smith zumindest keine bleibenden Schäden davontragen werden. Wir wünschen alles Gute und baldige Genesung. Beim österreichischen Fußballbund rauchen die Köpfe. Der Grund: Am 7. September soll ja das erste Länderspiel stattfinden, und zwar nach Corona, nämlich in der Nations League in Klagenfurt gegen Rumänien. Und dafür gilt es noch allerhand Fragen zu klären, unter anderem, ob überhaupt Zuschauer ins Stadion dürfen, wenn ja, wie viele, und falls es Tickets gibt, ob diese verlost werden oder wie diese an den Mann gebracht werden. Sportminister Werner Kogler hatte ja zuletzt in Aussicht gestellt, dass im September schon wieder 10.000 Zuschauer in die Stadien dürfen. All das wird jetzt gerade beim ÖFB geklärt. Ticketing, Mindestabstände, Sanitätsbereiche, Gastro etc. Alles wird mit den Behörden derzeit geklärt, sagt etwa ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Er meint, Anfang August wolle man mehr wissen. Bis dahin sollen alle Details geklärt sein. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Und zum Abschluss darf ich Ihnen noch eine Story ans Herz legen, die unserer Kooperation mit dem Red Bulletin entsprungen ist. Ex-Formel-1-Pilot Takuma Sato erinnert sich nämlich an einen der schrecklichsten Zwischenfälle in der Geschichte des Spielbergrings, nämlich an seinen Unfall oder an seinen Crash mit Nick Heidfeld im Jahr 2002. Wie Sato diese bangen Momente abgespeichert hat und warum Heidfeld erklärt, dass der Unfall seine Schuld gewesen ist, das lesen Sie jetzt in Krone AT. Ich wünsche viel Spaß, sofern man in diesem Zusammenhang von Spaß spricht. Kann. Das war es jedenfalls für heute aus dem Sportstudio. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche ein spannendes zweites Spielberg-Rennwochenende. Auf Krone AT halten wir Sie natürlich ständig auf dem Laufenden. Und dann sehen wir einander am Montag wieder. Ich freue mich auf Sie.